Ninja Warrior Halle in Chur, frei für alle über 8 Jahre, die Spass an diesem Wettkampfsport haben. Und das ist Rico Grüneis, einer der 25 Besten in der Schweiz, ein Boxer. Seine Frau Natalia Hüberli, sie hängt für mich das erste Mal im Netz. Oder vielleicht macht sie es auch für ihren Spider-Man, der Rico. Ja, der Rico, der schwärmt schon lange für Ninja Warriors. Schon seit 2016, wo es von Japan her ins RTL hergeschwappt ist. Am besten aber erzählt er das gerade einmal selber. Also das erste Mal entdeckt habe ich es auf RTL, das war vor etwa 3 Jahren. Dann sind wir am Freitagabend daheim im Fernsehen schauen, dann schalte ich auf RTL. Ich schaue nur eine Minute lang und dann sehe ich schon, boah, das wäre etwas für mich, das will ich auch. Stopp, das muss ich fragen. Ja, Natalia hat gesagt, oh, Rico, so einen Mann möchte ich gerne, gell? Genau, ist genau das Gleiche wie bei ihm mit dem Ninja Warrior. Und dann hat er angefangen rumzuturnen auf der Polstergruppe. Genau. Dann hat es dich gepackt, Rico. Ja, dann hat es mich gepackt. Also ich konnte es kaum können erwarten, um dann das erste Mal für das zu trainieren und mich auf das zu bewerben. Und dann 2 Jahre später hat es das auch in der Schweiz gegeben, Ninja Warrior Switzerland. Und dieses Jahr hat es jetzt geklappt, dass ich dabei sein durfte. Und bist unter den besten 25, gell? Also ja. BV24 kann man das dann schauen. Genau. Wie es weitergeht, ist man doch gespannt, da sagen wir jetzt noch nichts dazu. Was hast du denn gemacht, dass du überhaupt so weit gekommen bist? Also damals hast du im Lehrerzimmer geredet, gell? Und es gibt auch den Walti, der Fußball kommentiert, der sagt, er rede nur, kann ich selber spielen. Aber du hast es irgendwie geschafft, gell? Ja, also ich habe dann wirklich 3 Jahre lang viel für das trainiert, etwa 5-mal pro Woche. Ich habe angefangen zu bouldern, also das ist etwas, wie Klettern in Absprunghöhe, es gibt eine neue Halle in Buchs. Ich habe angefangen mit Street Workout, das gibt es auch in Buchs, dort in der Nähe vom Bahnhof, unter der Überführung. Und bin natürlich in die Ninja-Halle gegangen, die hat es dann erst mit der Zeit gegeben. Zuerst ist in Rorschach hat es eine gegeben, dort bin ich dann viel am Trainieren gewesen, als einziger Erwachsener mit etwa 50 Kindern. Und die Mütter von diesen Kindern haben mir zugeschaut und haben gedacht, was ist denn das für einer, der hier trainiert? Und dann nachher hat es die hier in Chur gegeben. Das ist eine ganz tolle Halle. Zum auch mal, das würde ich jedem empfehlen, um da mal reinzuschauen. Und komm, du musst mich gerne anschauen. Also ich schaue hier rein, aber den Rest kann man rein. Du musst unbedingt mal ausprobieren. Das ist wirklich für jedermann. Habe ich schon mal eine Lachnummer gewesen. Aber okay. Nicht da. Ja, Lachnummer. Ja. Ja, das ist wirklich eine gute Sache und ja, dann habe ich mich 3 Jahre lang auf das vorbereitet, habe trainiert und natürlich auch Spass am Training gehabt. Es geht ja nicht nur um die Sendung, sondern es ist eine neue Sportart und die Sportart macht mir riesigen Spass. Und so hat sich das ergeben und dieses Jahr hat es jetzt geklappt, dass ich dabei sein durfte bei Ninja Warrior Switzerland. Und hast du es eben geschafft? Das sehen wir jetzt mal vorneweg, du hast gesagt, du bist Schweinke, gell? Ja. Braucht es auch Glück, gell? Es braucht auch ein bisschen Glück, es kommt auch ein bisschen auf die Hindernisse drauf ab, die einem liegen oder nicht. In meiner Vorrundensendung waren 32 Teilnehmer. Die ersten 10 sind eine Runde weitergekommen in die Finalqualifikation. Ich bin genau 10. geworden. Und in dieser Finalqualifikation sind dann 5 sind dann nachher ins grosse Finale gekommen, von den besten 25. Und ich bin genau 5. geworden. Also ich habe auch ein bisschen Glück beansprucht. Du, Natalia, der hat Nerven wie Drahtseile, gell? Ja, brutal. Ich glaube, das brauchst du auch für das. Ist aber Sportlehrer, weißt du? Und Sportlehrer, normalerweise sind sie wirklich sehr sportlich, aber sie würden sich etwas nie getrauen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich vermute, ist der einzige Sportlehrer, der sich überhaupt getraut. Was meinst du? Ja, also es gibt aber wenig. Aber es braucht wirklich, also es muss der Typ dafür sein und es muss dir auch liegen. Und vor allem, was ich ganz extrem finde, ist halt auch, du musst von Leuten her, also von ganz vielen Leuten, herstehen und das dann machen. Also für mich wäre es nichts. Hast du geschwitzt daheim? Ja, also ich bin ja dann mitgegangen, wo, er halt da, wo die Aufzeichnung war in Zürich. Und dann Augen zu. Und dort, also wirklich, ich bin, glaub, nervöser gewesen wie näher und bin fix und fertig gewesen. Und habe wirklich mitgefiebert und habe jetzt wirklich so super gemacht. Du, Natalia, der Name hast du behalten, hast du gesagt, Hüberli, gell? Ja, genau. Aber der Mann hast du auch behalten, der ist ewig weg gewesen. Ja, den habe ich schon seit über 10 Jahren. An meiner Seite noch behalten, ja, und ich werde noch behalten. Aber natürlich eine riesige Bewunderung, gell, für die Typen, die hier rumhangeln, machen, tun, alles geht, ja, und so weiter. Ja. Er ist wirklich, er macht super. Oder allgemein die Athleten, das, was die leisten, das ist unglaublich. Du bist sein Coach. Ich muss aber auch noch schnell dazu sagen, ohne Natalia wäre das vielleicht auch alles nicht möglich gewesen, weil sie hat mich immer unterstützt in diesen 3 Jahren, ist oft mitgekommen zu diesen Trainingsorten, hat mich an die Castings begleitet. Und also da grossen Dank an meine Frau, die mir da immer wirklich
tatkräftig unterstützt hat und immer an meiner Seite war. Man sagt ja, jetzt im Oberkörper, unten dran gibt es einen Haufen zu sehen. Also natürlich super muskulöse Beine bei der Natalie, sieht man auch sehr sportlich und so weiter. Du hast aber gesagt, Natalie, da machst du nicht mit, aber vielleicht sagst du noch mal. Ja, also ich habe auch schon ein bisschen mittrainiert. Wir probieren es heute noch kurz. Ja, ich will mal schauen. Ich habe auch noch Muskelkater, bin noch fleissig gewesen diese Woche mit Sport machen. Aber man könnte es vielleicht mal probieren. Mal dies und jenes, gell? Ja, also, ja. Wir wollen mehr ein bisschen lustig machen und vielleicht auch ein bisschen zeigen, dass man es auch schaffen kann, wenn man eben wirklich will. Da braucht ja, auf jeden Fall. Willen, ja. Gell? Durchhaltewillen, Konzentration und einfach nicht aufgehen. Wie viel Mal hat der Rico im Moment? Wir blenden den Rico mal aus, ich gehe mal ganz nach auf dich. Wie viel Mal, Natalie, ist mal ganz unter uns. Wie viel Mal hat er Willen aufgehen? Ja, also es hat ein paar Mal gegeben, wo er schon ein bisschen an sich gezweifelt hat. Vor allem war es auch ein steiniger Weg. Es hat auch nicht alles halt auf Anhieb geklappt. Aber er hat es wirklich super gemacht und er hat es durchgebissen und ich habe ihn auch immer wieder motiviert und ich glaube, darum ist er jetzt auch so weit gekommen. Oh, weißt du, aber Rico, jetzt hast du natürlich verpflichtet, du merkst, also hast es zugelassen, auch wir zwei unter uns. Also sie glaubt an dich, also das heisst, es muss auch weitergehen, oder? Sie glaubt an mich, auf jeden Fall, das ist so, da freue ich mich auch drüber. Und ja, es geht weiter. Also ich trainiere jetzt noch mal ein Jahr, hänge noch mal ein Jahr an und schaue, ob ich das nächste Jahr vielleicht noch mal schaffe und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter wäre das Ziel. Wir müssen natürlich dazu sagen, ich bin nicht mehr gerade der Jüngste für diese Sportart. Also, komm. Im Finale war ich der zweitälteste. Die meisten sind 20, 25, ja, gell, im besten Alter. Ja, aber wir müssen mal klar sagen, gell, 1,75 gross und wie alt? 36 werde ich jetzt dann gerade. Und Kilo 75? 75, ja, je nach Jahreszeit. Momentan ein bisschen mehr. Aha. Momentan bin ich eher in Weihnachtsform, wie in Ninja-Warrior-Form. Aha. Aber du hast doch eine gewisse Größe, für gewisse Hindernisse perfekt, für gewisse fast ein bisschen klein genug, gell? Von der Reichweite, von den Armen her. Ja, da hast du recht, das ist so. Und auch für die Wall, oder? Das ist eines der berühmtesten Hindernisse, wo man so eine Wand rauf muss. Aber im Großen und Ganzen, für die dann richtig gut sind und richtig weit kommen, ist es eher gut, wenn man nicht allzu gross ist und auch relativ leicht ist. Also die allerbesten Ninjas, die sind maximal 70 Kilo schwer und vielleicht 1,70 gross. Das ist im Großen und Ganzen besser, hat Vorteile. Ninjas, gell? Das sind so die versteckten, verdeckten Spionagekämpfer, oder? Eigentlich ursprünglich, ja, kommt ursprünglich aus Japan, genau. Und von dort kommt auch diese Sendung, ja, übrigens. Das, ja, das, ja, sind 2016 im RTL. Also, wenn wir die jetzt genau anschauen, du hast noch so etwas, ein bisschen fernöstliches, japanisches, verstecktes, verdecktes. Ja, also, ist das etwas, die Abenteuerlust ist hinter dir? Das schon. Also, wir gehen sehr gerne reisen. Wir waren auch schon in Asien gewesen. Aber ich selber bin natürlich ein Rheintaler, ein Schweizer. Aber ein ganz, ganz ein mutiger Italiener, ein Schweizer mit zusammen mit der Appenzellerin, gell? Oder? Ja. Du bist eine, ja, Appenzellerin, ja? Ja, Appenzell Ausserrhoden, genau. Auch du kannst sehr sagen, ja? Ja, genau. Sonst wäre es schlecht, wenn der Rico nicht könntest richtig aussprechen. Also würde man hören, wenn ich vom Innerrhoden komme. Gut, und jetzt hast du dich auch schon probiert, gell, bei diesen Hindernissen? Ja, ein bisschen habe ich es auch schon ausprobiert, ja. Und ich bin auch ein paar Mal mit dem Gobolderen. Ja. Haben wir dort aber leider den Fuß gebrochen. Nein. Ja, bin ein bisschen blöd gelandet beim Absprung und habe dann das Sprunggelenk dreimal gebrochen. Und habe dann halt ein bisschen Pause gemacht mit dem Bouldern und halt eine andere Sache, halt viel Fitness und so. Das gibt's, gell? Der Rico hat es mit dem Replika. Ja, genau. Ist und knapp wieder gesund worden. Du warst mit Schmerzen müssen antreten, als es um die ersten 25 gegangen ist. Ja, ja, er hatte lange Probleme mit der Rippe. Ja. Auch seine Hände haben ja auch öfters ganz schlimm ausgesehen. Hand? Ja, red du noch weiter, wir zeigen die Hände. Also, warum denn die Hände? Also jetzt sehen sie mittlerweile nicht einmal so schlimm aus. Ja. Aber sie haben schon also katastrophal ausgesehen. Überall Hornhaut, ha? Ja. Aber die sind natürlich nach dem Training sind die öfters mal komplett aufgerissen gsi und Blattern bekommen. Aber das gehört ein bisschen dazu in dieser Sportart. Mein Gott, Rico. Und mit der Zeit geht es dann immer besser. Du bist ja Lehrer, gell? Respektive Leiter vom 10. Schuljahr. Was haben denn deine Schülerinnen gesagt, wenn sie so gesehen haben? Also, zuerst hast du ihnen einfach erzählt, aber nachher haben sie wirklich dann auch gesehen. Also, was haben sie gesagt? Ja, sie haben es geschaut im Fernsehen und sind dann am nächsten Tag begeistert in die Schule gekommen und haben gesagt, Herr Grüneis, wir haben sie gesehen, wir haben das geschaut und gut haben sie es gemacht. Und das hat mich natürlich gefreut.
Und du bist ein Strahliboy, das bist du schon immer gewesen, gell? Du bist einfach der Sportlehrer, wo ich auch gerne in den Sport gegangen wäre. Sonst ist es so tierisch, gell? Natalia, also, gell, das ist wirklich, das kann man sagen, der Rico ist wirklich ein Sportlehrer, der einem kann begeistern, ja, auch wenn man nicht Frau ist. Ja, wirklich. Für alle wäre er ein super Sportlehrer. Also ich hatte selber nie so einen guten gehabt, muss ich ehrlich sagen. Sie waren nicht schlecht gewesen, aber an der Rico sind sie nicht her. Hey, und das sagt eine, die nicht zu Hause hat. Ja gut, dann gehen wir mal an dieses und jenes Hindernis. Aber mir geht es jetzt mehr auch ein bisschen, einfach zum zeigen, was es da ein bisschen alles braucht. Das ist eine riesige, riesige Vorbereitung dahinter. Wirklich viel Ausdauer, viel Konzentration. Wo ich eben, gell, Blood, Sweat and Tears oder nehme ich an. Also das ist, gehört alles ein bisschen zusammen natürlich. Auf jeden Fall. Was ist denn das Schwierigste überhaupt? Das ist ja so. Also hier in dieser Halle hat es natürlich viele Hindernisse auch eben für Leute, die das mal ausprobieren möchten, quasi für Anfänger, die einfach mal möchten schauen, wie das so ist. Und in dieser Halle ist eigentlich das schwierigste Hindernis ist die Himmelsleiter. Und das ist auch so ein typisches Ninja. Also ist das, wo das ja, genau, wo man mit den Stangen so raufkommt. Traurig, wenn du nur einmal einhängst, gell? Zum Beispiel. Ja, und auch da haben also auch sehr gute Ninjas haben da Mühe mit dem in der Sendung, obwohl sie es im Training in- und auswendig beherrschen, kann es dann sein, dass den gleichen Fehler passiert und sie runterfallen in der Show. Gefährlich noch, gell? Ja, also ja, bin auch schon auf den Kopf eben getatscht, ja, das kann passieren. Ich kann dir zeigen, was sie machen, weißt du, das zum Balancieren. Weißt du, und dann am Schluss noch musst du mit dem einen das Zeug holen, da, weißt du? Ja. Das gibt es aber gerade bei den richtigen Competitions nicht, gell? Also ähnlich, es ähnlich, braucht auch einfach auch ein gutes Gleichgewicht, es gibt ja so Gleichgewichtshindernisse, ja. Was machst du denn jetzt noch, die letzte Frage, wenn du noch nicht da für das übst? Tust du noch surfen oder so irgendetwas, weißt du, apropos Gleichgewicht oder... Ja, also ich habe natürlich als Sportlehrer eine Sporthalle zur Verfügung, manchmal auch am Wochenende, das ist natürlich super. Und dann tue ich dort manchmal auch noch so ein bisschen mich auf das vorbereiten mit Gleichgewichtsübungen. Und sonst gehe ich auch noch gerne ins Krafttraining, manchmal eben mit meiner Frau begleite ich sie ins Fitness und ja. Das ist die zweite letzte Frage, die letzte Frage. Du bist jetzt 36, die Frau Natalia ist einiges noch jünger und ich bin noch ganz jung. Ich glaube, ab 8 Jahren kann man da mitmachen, man könnte mit Firmen, mit Gruppen hierher kommen. Also es wäre wirklich auch ein Wettkampfsport, den man könnte auch machen, wenn man nicht gerade jetzt unter die ersten 25 kommen, oder? Auf jeden Fall. Also es ist wirklich eine neue Sportart, die sich da entwickelt hat und ich würde das eigentlich jedem empfehlen, um das einmal auszuprobieren. Es ist wirklich eine coole Sache, es macht Spass. Man muss polysportiv sein, oder man muss nicht, also es ist etwas Polysportives, es ist vor allem ein bisschen etwas. Und ich würde es wirklich jedem empfehlen, egal ob Kind oder Erwachsene, es ist wirklich eine coole Sache, eine coole Erfahrung. In dem Fall, ha? Rorschach, dann vielleicht unter der Brücke zu Buchs kann man natürlich auch trainieren, oder über Chur und sonst hat vielleicht jemand daheim noch eine Wohnung, wo er diese und jene Sachen ein bisschen genau, ja. Also hier in der Umgebung muss ich sagen, die Halle hier in Chur ist bei der Dana hier, das ist die Inhaberin, ist wirklich das Beste, was es hier in der Umgebung hat. Und kommen hierher, kommen gut trainieren.
Und jetzt also, nach dem Wettkampf, wie fühlt man sich, Rico? Ja, ich glaube, man hört, ich bin schon ein bisschen schnaufen gekommen. Also es ist immer wieder anstrengend, aber es macht auch immer wieder mega Spass. Aber alles im ersten Anlauf. Das Einzige, was nicht klappt, das ist die Kameramann-Position. Ja, ist alles heute aufs erste Mal gegangen. Das ist natürlich nicht immer so, da können immer Fehler passieren. Aber heute ist es gut gegangen. Und der Kameramann hat es auch gut gemacht. Oh, wow, danke vielmals. Und stolz auf Natalia, gell? Sie hat es probiert. Aber es ist schwierig, gell, Natalia? Es drückt. Ja, extrem. Vor allem, ehrlich gesagt, habe ich es so oft noch nicht gemacht. Das zweite Mal. Und ja, einfach mal ein bisschen zum Zeigen, dass man es nicht auf Anhieb so kann wie der Rico. Aber ja. Hast du Zeit? Ich muss sagen, ich bin schon stolz auf sie.